Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu mir, Jesse Nieven, zu Part Nummer 4. Wir sind am, wir sind in Tag Nummer 2 des Release von Hogwarts Legacy, Blacktail. Hogwarts Legacy einfach nur. Ich war schon wieder beim anderen Game. Euch viel Spaß beim Zusehen, lasst gerne einen Daumen oben und euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Haut rein. So. Oh, guck mal, in dem Modus waren wir gestern noch gar nicht. Inzwischen Level 4 und damit gehen wir auf Fortsetzen und kümmern uns heute tatsächlich mal um ein paar Quests. Und nicht nur darum, durch Hogwarts zu rennen und wirklich, es tut mir furchtbar leid, wenn ich das so sagen muss, aber dieses wunderbare Spiel zu erkunden. Genau, wir hatten gestern die erste... Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Die erste... Side-Mission angenommen. Wo ist das? Warte mal. Das ist... Wo ist dieser Blickwinkel? Lumos. Wo ist dieser Blickwinkel? Ist der hier um die Ecke? Der müsste. Oh, Leute, ist sogar markiert. Ich keck. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ach, lol. Und die Motte fliegt jetzt ums Licht und jetzt kann ich die wieder zurückbringen, oder was? Owie? Und wie werfe ich die da hin? Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Ah, kick mal an. Okay, krass. Oh, das wollte ich nicht. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich bin den Hinweisen gefolgt. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade, ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte. Wie habe ich das übersehen? Dr. Motte. Okay, jetzt hätte ich ja fast ein bisschen Bock, diese Side-Missions zu machen, aber... Ich würde ganz gerne mal in der Hauptstory weiterkommen, beziehungsweise überhaupt mal mit der Hauptstory anfangen, Leute. So, gut. Machen wir die Karte auf. Das hätte ich auch besser hingekriegt, aber ist okay. Gut, gehen wir erstmal in die Verteidigung der dunklen Künste. In den Unterricht. Mach die Tür auf. Danke. Leider sind die Ladezeiten noch ein bisschen unangenehm am PC. Ich setze da einfach auf den Day One Patch. Ich setze einfach auf den Day-One-Patch am 10. Februar. Achso. Alright. Schwing, schwing, schwing. Ist das alles? Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und
Falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Das heißt Leviosa. Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Wuschen und wedeln. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Ein Schild. Oh, ich bin der Vorzeigeschüler. Alle gucken auf mich. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Mit 5 FPS. Geil. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Levioso! Gut, nun zum Basis. Gut gemacht. Levioso! Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Ich habe einen fancy Mantel und du nicht. Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Levioso, das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach schwer. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Levioso. Wenn nur alle Menschen so geschickt wären. Achten Sie auf Kanten des Gegners, um anzugreifen. Ich mach den voll fertig, Mann. Direkt Schulmobbing starten. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Gar nicht? Hä? Macht gar keinen Sinn. Ich mag unseren Charakter. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Ravenclaw. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen du kannst Großes und Schülern von mir erwarten. Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Sehr gut. Na gut, das war genug Aufregung. Hallo, ich möchte mit dir reden. Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Ein freundlicher, ein Kräuterkundler wahrscheinlich. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir richtig reingehen. Wir diven richtig in die Skills. Kann ich mit der Professorin reden? Nein. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Warum soll ich auch Angst haben? Angst? Ich lach dir ins Gesicht. Gute Arbeit. So, gibt's noch jemanden, mit dem ich quatschen könnte? Warte mal, da hinten. Ich glaube, mit der Blonden habe ich noch nicht geredet, genau. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt.
Moment. Wait a minute. Who are you? Ich würde nämlich ganz gerne den Schal. Also ich meine, es ist jetzt kein Winter. Wir müssen ihn nicht anlegen, ne? Und vor allem nicht in-house. Okay, also die Klamotte hat nichts mit nichts mit dem zu tun, wie oben unser Hals aussieht. Okay, blaue Hose oder helle Hose? Ich nehme die blaue Hose. Und das ist... Ich guck nochmal ganz kurz. Ja, das hängt wirklich mit dem Mantel zusammen. Feels Batman. Weil dieses Seideneinstecktuch ist dann doch ein bisschen... Ja. Ich habe einen Onkel, der sowas trägt. Dem steht das aber auch irgendwie. Ja gut, dann nehmen wir halt... Welchen Schal hatte ich denn? Verdammt! Nee, den nicht, weil der glitscht nämlich durch die Haare. Ich glaube, wir hatten den. Okay. Gut. Also eigentlich wollten wir den Schal ausschalten, jetzt haben wir ihn doch wieder an und trotzdem was gewechselt. So! Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Ja. Alle werden darüber sprechen. Unbedingt. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Sallow. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Das war's. Ich habe den Zauberstab noch nie im Kampf benutzt. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Ein Fight Club. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Ich hatte Wenn du deine also Zeit recht. In Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Alles klar. Direkt mal verpetzen dann gehen. Bis bald. Herr Professor, das will einen Kampfclub mit mir machen. Ja, sehr gut. 3000 Punkte für Ravenclaw. Sehr gut. Und weil wir ja schon hier gestern alles, also nicht alles, aber ich glaube alles in unserem Rahmen erledigen konnten, kann ich jetzt auch einfach dahin marschieren. Aber ich sehe da oben noch einen Teleporter. Wo ist der? Ja, also sie sind nicht ganz 10 FPS, aber die sind schon ziemlich low. Etage höher, aber für das Licht auch. Also den Flohpulver Traveler. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Scheißen erweitert den Horizont. Hier hinten haben wir sogar noch eine Kiste. Gut, klasse. Muss ich Schlösser knacken. Wer bist du denn? Du bist ich? Nee, bist du nicht. Also es gilt wirklich nur abzuwarten. Ach, guck mal, das ist eigentlich...
das nicht der... der aus dem Film der Raum für die Verteidigung gegen die dunklen Künste? Nee, ne? Nee. Also es gilt halt wirklich erstmal abzuwarten, dass wir am 10. Und jetzt lass mich kurz überlegen. Also gestern. Professor Ronan redet gerne viel. Den neuen Day One Patch bekommen. Leider Gottes muss ich euch jetzt einfach sagen, YouTube, es wird für die nächsten Tage wird es weiterhin so bleiben, weil ich nehme ja vor dem Day One Patch jetzt alles auf. Bitte berücksichtigt das beim Zusehen. Scheiße, wo sind wir denn jetzt eigentlich? In welchem Unterricht? Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir. Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Meine Fresse. Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und haben stellen Sie sich an Glück? Beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen haben wir ein Glück, dass die alle so dumm sind? Jede stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay, und let's go. Ich meine, es ist nur A drücken, aber wenn es jetzt eine wilde Kombi wird. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mach doch einfach das Fenster auf. Es sind aber ganz schön wenig Schüler. Klar, muss auch alles animiert werden, muss auch alles programmiert werden, alles gut. Ich meine, wir sind ja sowieso nicht mehr als uns, wie wir auch Schwing machen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Klassenräume voller sind. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Oder hinten ist Hagrids Hütte. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Wo kommen die Bretter her? Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Kurzum,
Verzaubern Sie die Kugeln mit Accio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder... Accio. Nun, stellen Sie es... Sehr gut. Ausgezeichnete Kontrolle. Okay, also ich kann den eigentlich easy peasy... Wunderbar. Oh, das war zu weit, oder? Ja. Konzentration. Darf ich nochmal? Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Mhm. Also kurz vor der orangenen Linie. Dann los. Achso, ist erst sie dran oder nicht? Genau so wird das gemacht. Akio. Nein, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, oder? Oh, bitte. Okay. Genau so. Ich würde sagen, wir waren gleich gut. Darf ich dich romancen? Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ach, herrje. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Okay. Geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Das ist ein cooles Minigame. Diese Runde entscheidet alles. Alles. Gut zu. Genau so wird das gemacht. Ach hier. Haha. Das Problem ist, der Ball liegt mir ein bisschen im Weg. Gut gemacht. Das ist jetzt, Moment, weil ich jetzt ihren Ball da reingeschoben habe, hat die Punkte bekommen und ich nicht. Ja, klasse. Okay. Dann bin ich jetzt mal voll assi. Ausgezeichnete Kontrolle. Ja, ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich noch weiterziehen. Ja, also meine beiden bei 50 und ihren rauskicken. Schade. Hat leider nicht ganz funktioniert, wie es sollte. Unangenehm. Naja. Muss aber sagen, also Gamepad war eine gute Idee und war auch eine gute Wahl, mich gegen die Maus und Tastatur zu entscheiden. Nicht. Spielt sich sehr angenehm mit Gamepad. Unentschieden. Offenbar sind wir gleich stark. Es dauerte Wochen, bis ich Accio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Ach so. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen.
Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer krass, als Hogwarts. Da will ich hin. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Was? Und wie zaubern die denn? Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Finde ich wirklich gut. So ein bisschen Backstory. Aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Was hat denn jetzt mein linkes Auge? Huch. Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden. Auf ein Wort, bitte. Wenn du magst. Hey. Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden. Wir haben doch nicht gequatscht. Sebastian. Bei Menschen funktioniert er nicht. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Was für ein knappes Rennen zwischen Ihnen und Miss Onai. Erfrischend! Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Immer kriege ich Sonderaufgaben. Das ist zu viel. Ich muss doch irgendwann noch mal ein Kind sein. So, plus 260 EP. Hallo. Wie läuft es an deinem ersten Tag? Sag du es mir, Samantha Dale. Hallo, Samantha. Schön, dich wiederzusehen. Wie war dein erster Tag? Du scheinst im Zauberkunstunterricht gut mitgekommen zu sein. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay. Ja, top. Gut. Damit beenden wir den Teil für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen um... Ich muss die Zeit echt noch auswendig lernen. 16 Uhr. Genau, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Danke fürs Einschalten. Vergesst den Daumen nicht. Und ciao.